Ah. Eigentlich müsste mein Auto erst reparieren, sonst sehe ich die Veränderung nicht. Moin, Officers. Oh lol, ich habe von hinten Headshot gegeben. Das hat mich jetzt echt nicht wirklich gesehen. Hä? Hey. Ah, hier ist einer, ja. Ich hab noch 32 Leben. Ah. Marcel, schlitzt doch einfach den Professor. Stimmt, das kann ich auch. Alter, wie viel der braucht. Ah, ich hab den eben vorbeigehen noch Handshot gegeben. Junge, ist ja krass, wie viel Leben der hat. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. So, es wird so langsam ein bisschen. Ich fange an zu zittern. Denn das hier war, glaube ich, der letzte. Hier ist nämlich schon Professor. Hier stehen bei mir drei Professoren in einem Raum. Genau, ich schlitze die jetzt. Das ist echt. Dauert aber ewig. Nein, wieso können die nicht einfach ein normales Tuning-System machen? Na endlich, ey. Er liegt auf dem Boden, stecht auf ihn ein. Stier, ich will einfach nur schwarz. Ich will einfach ein schwarzes Autos. Autos, genau. Ich will ein schwarzes Autos. Ich verliere das Ding. Ich kann das gar nicht gewinnen. Erstens, weil ich 100 Brunnen der Wache noch finde, die mich erwischt. Und zweitens, weil mein Essenszeige gerade meine Gesundheit rüttelt. Sehr schön. So, wenn ich alle Professoren kann ich mein Auto irgendwie auch angucken oder so? Wie denn? Wie meinst du es angucken? Ja, in der Tuning-Werkstatt. Ich glaube nicht. Das ist dumm. Auf der Treppe steht ja noch eine Wache. Oh, dafür brauche ich also noch Muni. Alter, Marcel, auf der Treppe steht noch eine Wache auf dieser langen Wendetreppe. Bist du tot? Nein, aber ich hab's überlebt, aber trotzdem war das gerade übel krass, hab mich überschrocken. Ich habe noch 15 Leben und 16 Hunger. Ich glaube irgendwie, dass es nichts wert. So, ich hab. Glaub hier noch ein paar Wachen, die fehlen. Ich falle aus der Welt! Noob. Bin ich denn? Ja, beim Bahnhof bin ich jetzt. Wo? Auf der Treppe? Da unten was? Hm? Ah, gekillt von oben. Getotet. Ich habe ihn getotet. Ich spring jetzt da hoffentlich nicht runter. Das ist aber die einzige Wache, die da noch ist, oder? Ja. Ich glaube, den anderen Professor, ich habe jetzt nur 4 Professoren. Also, das Tuning ist schon günstig, muss man so sagen. Kaufen? Günstig. Halleluja, ich habe es geschafft. Ja, bist jetzt auch hier am Bahnhof. Ich will mein Auto doch angucken, Mensch. Was, ich bin gestorben? Bist du ein Gescheiter? Moment, da stand Hallo? Mission erfolgreich abgeschlossen, dann stand Mission gescheitert. LOL. Was? Hast du nicht geschafft? Hast du Geld gekriegt schon mal? 1500, ja. Ja, da hast du geschafft. Dumm, ich sehe jetzt nicht welchen ich dran mache. Ich mache einfach mal den dran. So. GPS könnte ich noch ran. Ne. Marcel, wo bist du? Ich mache hier so den Carbon-Ding dran. Marcel? Kaufen, übernehmen. Marcel, bist du noch da? Ich glaube nein. Ich vermisse ihn so. Okay. Entschuldigung. Schon gut. Schlagt ihn. Ich will blau. Ich will einfach nur blau. Ist das möglich? Blau? Nee, unmöglich. Ey! Mich hat einer überfahren. Ich bin jetzt tot. Was jetzt? Well done. Schließen. Juhu, mein Auto. Es ist so schön. Ich muss fast weinen. Fahr halt. Hier ist gerade bisschen was los. Hast du auch Augen am Kopf? Ja. Wo? Ach ja, cool. Den Auspuff wollte ich auch. Das ist doch dufte. Und genau die Motorhaube auch. Habe ich
habe ich meine Tuning-Künste nicht verloren. Ich werde was von kann. Was? Ja. Ich höre dich nicht, du bist irgendwie so voll abgehackt. Ich höre nix, du kackst übelst ab. Ne, ich höre dich nicht. Du bist übelst leise und kackst einfach nur ab. Ja, super. Jetzt höre ich dich wieder. Ach, guck mal, na, der war gerade. Ja. Der hat mich ins Krankenhaus gebracht und wiederbelebt. Weil super. Ich gerade von einem überfahren wurde. Ich bin beim Krankenhaus. Echt? Nein, Motor aus! Motor aus! Ich bin jetzt aus dem Krankenhaus raus. Jetzt bin ich mal geschaut. Park. Ich bin auf dem Parkplatz. Ja, warte, ich komme. Ich bin noch hier schnell so eine coole Roller. Wo ist denn der Park? Ich bin hier. Der mit dem Blau. Ja, das bin ich. Hi. Ja. Danke, dass du mir meine Stoßstange zerbeult hast. Tut mir leid. Der Typ will mir mein Auto abgreifen. Nein, hier lasse ich dich nicht einsteigen. Suchst du Stress? Komm mal hoch zum Parkplatz. Das war jetzt der dritte Cut. Tut mir leid. Bei mir nicht. Ey, da rennt mir einer hinterher. Und ich backe in einem drin fest, der hier auch steht. Und ich kann ihn schlagen. Und das war ganz einfach gerade ein Teil meiner Familie heimgekommen. Deswegen. Und ich komme hier nicht weg, Alter. Electronics steht hier. Voll im. Übrigens für die Zuschauer, ich werde hier auch offscreen ein bisschen spielen. Also es ist nicht so, dass ich nur, wenn ich aufnehme, hier spiele. Ich werde auch ein bisschen offscreen spielen. Einfach damit wir... X-Awesome steckt Slonkong 07 ein paar Scheine zu. Jan? Ja? Muss ich da was wissen? Ja, ich wurde gerade überfahren von dem. Und der hat mir mein Geld zurückgegeben und hat mir einen Krankenwagen gerufen. Ja, ich komme hier nicht weg, ich muss leider reconnect. Ich würde auch mal sagen, dass wir die Aufnahme dann bald mal ein bisschen beenden. Geplant war eine Stunde. Nein, geplant war bis um Viertel nach. Schade. Denn meine Blase meldet sich so langsam mal. Mach ein Zeichen. Ich muss Wasser lassen. Oder wie nennt man das bei euch in der Schweiz? Muss brunzen. Ja, genau. Wo bist du? Manuel? Ja. Wie nennt man das bei euch? Wo bist denn du gerade, Manuel? Ich bin hier mit einem Typen am Schreiben, der mit mir ein Rennen fahren will. Der fährt aber einen Cheater und ich fahre einen Tampa. Ja, ich würde mal sagen, du hast richtig gute Gewinnchancen. Mhm. Ich sehe hier einen Tanz. Ah, da bist du. Ja, warte, lass mich kurz einsteigen. Na, Manuel, ja, sag mal, wie sagt man da bei euch in der Schweiz? Pinkeln. Pink. Oh. Alter, ist hier Welt ins Autofahrtag oder was? Mein Auto steht ja hier bei. Hast du nicht gesehen? Ich kann mal jetzt gucken, gleich, ob ich es tauwen kann. Hat da letztes Mal nicht funktioniert. Oder ich gucke erstmal, ob ich jemandem das Auto klauen kann wieder. So, ich guck mal. / Theorie 1. Du hast keine Fahrzeug mit dieser Nummer? Ist mein Auto jetzt wieder weg? Dein Fahrzeug ist nicht leer. Super. Egal. Die Infos, du bist im Sitz von 0. Der Server kotzt mich an. Echt jetzt mal. Der Server kotzt mich gerade richtig an. Schon wieder ist mein Auto weg. Hey, du suchst so Streit. Ja, ich hab Hunger. Mann, so meine Streit? Blase drückt. Das ist die perfekte Voraussetzung, Videos zu machen. Sei mal ruhig, bitte. / W Info. Du bist im Besitz von einem Fahrzeug von maximal 3. In Santa Fiora, San Fierro steht mein Tampa. Das ist super. Wieso kann ich ihn da nicht respawnen? TOW 1? Ist nicht leer. Da ist so leer, wie es leerer gar nicht mehr geht, Mann. Egal. Ich gucke, ob ich dem hier das Auto klauen kann. Nein, 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 nein. Puh. Was? Au, bloody screen. Bist du runtergefallen? Yep.
Bist du direkt neben dem Krankenhaus? Hm. Ey, ey! Du Sack! Komm her! Hui, du kriegst mich nie! Hast du auch 2 Minuten später? Fuck, er hat mich bekommen. Guck mal, ich brauche hier ein Auto, dem, oder jemandem, dem ich das Auto klauen kann. Ey, wieso bist du so viel schneller als ich? Ja, weil ich Skill hab. Wo? Wow. Was denn das? Erhebung. Päckchen gefunden, plus 10 Punkte. Super. Du hast 1 von 25 Päckchen gefunden. Du erhältst 10 Punkte. Wow, ein Cheater hat mich mitgenommen. So wie 100 Dollar. Übel. Super. Sack. Übel. Wow. Wow. Alter, hat der einen Abflug gemacht. Gelaufen. Auf einmal kam der da angeschossen. Hier ist auch ein kleines Racing Grad. Marcel, musst du dir meine Aufnahme anschauen. Hier sieht man übrigens einen schönen A8, A6 Mann. Was ist es bei dir für ein Auto hier? Das? Ja, ein BMW. Wahrscheinlich soll es darstellen. Ja, ist das. Ach, das ist das Sentinel in dem Fall, glaube ich. Hat der hier hinten so riesige Heckleuchten? Ja, unser Noob-Schutz ist weg. Ja, komm her und klopp dich mit mir. Alter, wie geil ist gerade einfach aus, da. Guck mal, das sah gerade übel episch aus. Pam, 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 pam. Ey, wir sollten aufhören, glaube ich. Das rast der aus. Ey! Komm her, du machst mir gar keinen Schaden. Hättest du mir auch nicht. Weil du und ich noch Noob-Schutz haben, glaube ich. Ja. Oder du zumindest. Ja, ich noch. Ey, die fahren mich alle um. Ja, komm jetzt her, damit wir fertig machen können. Wer denn? Ja, dass wir Jan fertig machen können. Nee, dass wir hier Aufnahmestopp machen können. Wir denn? Ich versuche ein Auto zu klauen. Das ist die geilste Prügelei ever. Du bist der Dicke. Ja, wobei, nee, dann wäre ich der Doofe. Das ist auch nicht gut. Warte mal, hat dieser Typ hier die Handbremse angezogen? Ja, hat er. Vor allem, ich dräng dich zurück, ne? Du mich überhaupt nicht. Ah, warte, ich weiß, glaube ich, wieso ich das Auto nicht respawnen konnte. Ich habe die Handbremse angezogen. Nebel! Kann mich hier niemand ein Stückchen mitnehmen? Hallo! Hört es mal auf, bitte! Mein Licht war noch an. Mein Licht war noch an? Nee. Doch, gerade eben was an. Stand Elvis Presley, nimm mich mit! Ah, scheiße, ist abgeschlossen. Ja, wir schließen ja alle ihre scheiß Autos ab. Dein Fahrzeug ist nicht leer, im Arsch. Ja, dann sag mir halt, wo du bist, dann hole ich dich ab. Warte, ich glaube, ich hab gleich einen. Ich will mitfahren. Achso, das. Ja. Auf geht's. Weißt du, was ich versucht runterzuhauen? Wohin möchte ich? Was ist ein weiteres Stückchen? Noobspawn. Ottos, ich sag mal Ottos. Ich such dann mal das Ottos. Ah, warte. / Navi. Gibt es das? Ne, gibt's nicht, okay.
Ich brauche einen Bankautomaten, weil ich renne hier mit 500 Dollar rum. Dann sage ich mir jetzt erstmal beim PD, dann schnell halten, dann steige ich schnell aus und steige wieder ein. Ja, ist eine super Idee, direkt vor dem Bullen Auto klar zu machen. Wie haben die Autos da hochbekommen? Weiß ich nicht. Siehst du da oben? Da, diese pinke. Ja, ist pink, ist voll pink. Pinke Lastwagen. Ja. Du versperrst mir die Sicht. Alter! Oh. Alter, du dummer Bob! Dummer Bob? Komm, hopp rauf! Ach. Bist du dumm? Ach, verdammt. Bist du irgendwie dumm? Scheiße! Wie man es nicht macht. Sag. Ich komm da nicht hoch! Erzähl uns mal von deinem Unfall, komm! Ich repariere das Auto mal, weil es dampft. Was für ein Ding? Nach der Geburt wurde ich. Ich kann nicht ausspringen, ich will rausspringen eigentlich. Alter, das ist eine Verfolgungsjagd. Das war gerade eine Verfolgungsjagd, ich hoffe, wir werden die auch bald führen. Ja, wobei, die Anforderungen für die Bullen sind übelst hoch, ne? Marcel, hast du dich im Forum schon registriert? Nee. Du müsstest mal die Anforderungen für das LSPD und das FBI lesen. Alter, sind die hoch. Was denn für welche, wie sind die? Ups. Sorry. Die machen hier irgendwie so einen übelst großen Einsatz. Er hat mir echt sein Auto gerade gegeben. Und dann? Ja, und weiter im Text? Ja, ich habe jetzt ein Auto und ich weiß nicht, wie man die Leute aus dem Auto rausschmeißt. Weißt du das? Ich müsste tanken. Ich glaube. Manuel? Was? Wie hoch sind die Anforderungen oder was sind die Anforderungen? Du musst den Grundwehrdienst absolviert haben, du musst irgendwie 100 Stunden gespielt haben und musst alle Scheine haben, was übelst ins Geld geht. Oh. Wo stehst du gerade, Marcel? Wo bist denn du gerade? Sag mal. Ich bin beim PD vorbeigefahren. Okay, dann bleib mal beim PD, ich komme hin. Schon zu spät. Ich fahre jetzt mal weiter zum Autohaus. Okay, komm zum PD zurück, beim Autohaus. Ich bin beim Autohaus. Ich bin beim Autohaus. Autos, dann komme ich da auch hin, warte. So, schön regelkonform parken. Eigentlich wollten wir ja fertig machen. Okay, Aufnahme. Ich stelle mich da hin und muss jemand von euch G drücken, um den Typ rauszuschmeißen. Ja, kann ich machen. Jan, wo seid ihr? Beim Auto, vom Auto. Da bin ich doch. Hier. Okay, Jan, steig mit G ein, schnell. Schnell. Mach, kann ich mit G? Kannst du mit G einsteigen? Nein, kann er nicht, weil der Typ drin sitzt. Warte mal, nochmal. Marcel, ich weiß, wie es geht. Okay, mach. Nein, nicht mit F. Jetzt ist er draußen. Fahr weg. Jetzt, bleib mal stehen. Hier ist irgendwie so das Supersportwagen-Autohaus. Er war kurz davor. Da unten, aber ich war reingestiegen. Warte, ich versuche ihn zu überfahren. Nein, das ist voll. Wie denn das, bitteschön? Das geht, es gibt einen Befehl dazu. Er war aber nicht im Auto. Ich war am Fahren und er war draußen. Und Jan, hör auf, hier zu schlagen. Wo ist denn der Hermann? Mr. Swiss? Nein, das ist ein Noob. Hermann, wo ist denn der bitte? Jan, aufhören. Schaden. Hä? Oh, wie ich die Fresse gebe. Hab die Brake noch angezogen, jetzt geht's. Oh, da läuft, da ist der Mr. Swiss. Komm, wir fahren mal weg hier. Hi! Ja, ich würde fahren. Nee, nicht Marcel reinlassen. Hilfe! Oh, lol. Ja! Jetzt fahr weg. tschüss mal. Verdammt! Nein! Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Nein. Jetzt leck mich. Ey, lass mich rein! Ich komm nicht raus! Ich komm, ja. Hallo, danke. Arrivederci, mes amis! Verdammt. No! Bitte bleib! Ich wusste es! Ich hab extra noch die Handbremse angezogen, damit du nicht wegfährst! Ich wusste es! Ich kann noch nichts dafür, Manuel! Warte! Doch, du hast mitgelacht! Für dein Lachen bekommst du gleich mal einen Dicker in den Face!
So, ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier so langsam mal. Jo. Bevor das hier noch ausartet. Ja, bevor wir uns alle gegenseitig hassen. Genau, bevor wir uns alle gegenseitig jetzt zerfleischen. Ja, ich hasse Marcel ja eh schon, aber noch mehr. Ja, Marcel. Ja. Also ich würde sagen, wir belassen es dabei und wir spielen aber beim nächsten Mal einfach wieder weiter, weil meine Kohle, naja, mein Leben, hey, mein Skill, naja, mein Aim, naja. Ja, genau, und deshalb zieht man die Handbremse an. Damit nicht so ein kleines Kind ankommt und irgendwas wegschiebt. Lalelu, da Mutter ist ja cool. Okay. So, ich würde sagen. Das ist ein Auto, halt, warte. Das ist schon mal. Guck mal, du musst mal herkommen, das sieht voll lustig aus. Es sieht irgendwie aus wie so ein Spielzeugauto, was du da rumschubst. Ja. Hui. So, wem gehört das überhaupt? Genau. Bio for irgendwas. Ist hier irgendwo Wasser? Kann man hier irgendwo ins Wasser? No. Schade. Na egal. Ich würde sagen, wir beenden das hier, oder? Okay, warte. Ich bin gerade. Ah, scheiße. Ich hätte fast jemand so weit gebracht wie dem. Ah, und warte mal kurz, also ich würde gern zum Schluss nochmal meine Oma grüßen. Hi, Oma. Der kam flach. Ich weiß. Ja. Nee, der kam tief. Füße hoch! Alter, hör auf, mein Auto zu zerhauen! Dann werde ich halt dein Auto schrotten. Hau ich dir halt in die Füße. Das sieht doch mal krüppelig aus. Warte, ich geh mal ein Stück weiter. Verdammt, ich trete dir in die Luft, guck mal. Jetzt ist er offline gegangen. Ich trete dir in den Hintern. Das Auto ist auf! Ich hab sein Auto! Ich hab sein Bullet! Scheiße, er ist aus. Hui, und jetzt von hinten. Bam, bam, bam. Okay, jetzt wird's mir zu pervers, jetzt beenden wir dann. Deine Schuld, wenn du immer so pervers denken musst. Ja, schon. Nein. Das sieht einfach zu geil aus, Alter. Noch eine Prügelei zum Abschluss. Oh, er schlägt wehrlose alte Männer. Und du erschlägst wehrlose kleine Kinder. Ja, mit einer hässlichen Käppchen auf. Und einem Joint. Ja. Agro-Opa! Warte, lass mich mal. Oh, hier kann man nicht. Doch, hier kann man rüber. Ich hole meinen Bullen aus dem Fahrzeug. Komm, wir rennen. Was? Kommst du mit? Ich hab Bullen aus dem Fahrzeug raus. Ah, verdammt. Du bist kein Agent. Was hast du? Nichts, nicht. Scheiß, oh fuck, da hab ich was reingefallen. Na! Da. Es leben die Bugs! Ja. Ich bin hier in der Luft geschwommen und irgendwie nicht untergegangen. Ich hab's gerade gesehen, ey. Ja, Renan. Oh fuck! Ich bin jetzt grad scheiße. Noob! Fuck! Noob. Komm ich noch hoch, komm. Okay, wollen wir beenden? Ja. Ja. Ich warte sehnsüchtig drauf, dass ich das Klo mit meinem Nass erfrischen kann. Ich muss so dringend pissen. Okay. Ich würde sagen, dann beenden wir das hier. Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, ne? Halleluja, danke und tschüss. Tschüss.